Der Zyklus geht in die heiße Phase. Wir werden in den nächsten 1 bis 2 oder 3 Jahren das Ende des Vier-Generationen-Zyklus sehen. Und das bedeutet große Vermögensverluste für viele Menschen. Das bedeutet, viel, viel Geld wird verbrannt und umverteilt zu denjenigen, die sich jetzt richtig positionieren. Und wo wir in diesem Zyklus stehen, das erfahren wir heute in diesem Video. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute geht es eben um die heiße Phase des Zyklus. Und wir wollen gar nicht so lange rumreden, sondern Hannes, wir starten direkt in die heutige Präsentation mit hinein und schauen uns eben an, wo stehen wir im Zyklus. Wir machen heute wirklich mal wieder ein Update für euch, ein großes Update, was auf uns zukommen wird, damit einfach jeder von euch, völlig kostenlos natürlich hier, sich wirklich gut vorbereiten kann auf die nächsten heißen Jahre, die jetzt einfach hier anstehen. Für alle, die vielleicht noch nicht wissen, was der Vier-Generationen-Zyklus ist, der Vier-Generationen-Zyklus besteht aus eben vielen, vielen, vielen kleinen Konjunkturzyklen. Das nennt man auch die Boom- und Bust-Zyklen in Englisch. Und das sind diese ganz kleinen Wellen, die man in meiner Maus hier sieht, die was nach oben gehen, immer weiter oben runter, oben runter, oben runter. Und viele kleine Konjunkturzyklen schließen diesen großen Konjunkturzyklus ab. Und diese Phase, wo eben der große Konjunkturzyklus sich abschwingt, diese Phase ist meistens eben nur sehr, sehr kurz eben. Wir rechnen von jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns heute befinden, 5 bis 10 Jahre, dass das System mehr oder weniger resettet wird. Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass es in den nächsten 5 Jahren resettet wird. Und dann kommt es eben zu dieser sogenannten Kreditkontraktion, wo eben überschuldete Volkswirtschaften inflationär bankrott gehen. Anders kann man es nicht nennen, dass eben die Währung reformiert wird, dass das System quasi auf Null gefahren wird und somit auch das Geldsystem und alle Vermögen, die in Euros, in Dollars, vielleicht in Schweizer Franken gequotet werden, auf einmal nicht mehr das wert sind, was man eben gedacht hat. Und genau in dieser Phase jetzt aktuell befinden wir uns, also quasi im Finale bis 2028, wo wir circa denken, spätestens, dass es vorbei ist, befinden wir uns gerade. Und natürlich die Frage, die sich an jeder von euch generell stellen sollte, sollte man sich gegen diesen Zyklus stellen, weil wir treffen immer wieder Leute, der Hannes und ich, wo einfach Leute und Investoren sagen, ja, aber Immobilien funktioniert. Warum soll ich Gold kaufen? Warum soll ich mir Bitcoin überhaupt anschauen? Ist ja so eine Spekulation. Wieso kann ich nicht einfach meine Immobilien behalten, meine Unternehmensbeteiligungen weiter ausbauen und einfach genau das machen, was die letzten 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gut funktioniert hat? Warum soll ich das nicht einfach jetzt weitermachen? Und eben das ist natürlich eine berechtigte Frage und wir wollen ja auch gleich direkt euch was Folgendes mitgeben. Fakt ist ja, dass der menschliche technologische Fortschritt uns ein immer besseres Leben gewährt. Also langfristig gedacht ist das die Wahrheit. Wir leben definitiv besser, wie es zum Beispiel mein Großvater getan hat oder auch Hannes sein Großvater getan hat, oder unsere Urgroßväter vorher getan haben. Das heißt, wir haben definitiv ein besseres Leben heute. Wir haben durch den technologischen Fortschritt einen Lebensstandard, den es vor 80 Jahren einfach nicht gegeben hat. Das ist die Wahrheit. Also es ist definitiv eine positive Grundhaltung und da wollen wir auch mit allen gleich aufräumen, die irgendwie sagen, ihr macht Crash-Propheten-Videos oder vielleicht auch, ja, der große Zyklus und ihr redet immer negativ. Nein, wir befinden uns jetzt einfach in der Abwärtsphase des großen Zyklus und solange wir uns in dieser Abwärtsphase auch befinden, umso eher sind wir natürlich derzeit einfach vorsichtig. Das heißt, in dieser Phase, wenn es bergab geht, passieren eher Dinge, die einfach eben das Leben von uns allen massiv beeinträchtigen. Thema Corona zum Beispiel war genauso ein großer Einschnitt, der hat in der Phase des Zyklus im Finale einfach passiert. So, man sollte sich natürlich eben niemals, logischerweise, jetzt, das ist so die Auflösung, man sollte sich niemals gegen den Vier-Generationen-Zyklus stellen. Also eben alle 80 Jahre kommt es zu diesem Zeitpunkt, wo man eben als Investor, als Familienvater, was auch immer, Arbeitnehmer, Unternehmer, es ist völlig egal. Dann muss man sich mit der Geschichte beschäftigen und muss zumindest einmal alle 80 Jahre hantieren. Das heißt, einmal alle 80 Jahre sollte ich mich sehr genau um das Vermögen kümmern. Und Investoren, die das nicht wahrhaben wollen, die werden halt sich ein verdammt schweres Leben machen die nächsten Jahre, weil sie halt immer mehr Kaufkraftverlust erleiden werden und somit ja das Vermögen erstens der Kunden und zweitens auch der Familie und der Kinder und der Kindeskinder verbrennen werden. Und das passiert einmal eben alle 80 Jahre. Und jetzt haben wir eben ganz kurz auch über den kurzfristigen Kreditzyklus gesprochen. Den thematisieren wir heute nicht unbedingt, aber sollte man sich dagegen stellen? Und dieser kurzfristige Kreditzyklus, dieser Boom- und Bust-Zyklus findet ja circa alle, ja, wie soll ich sagen, 4 bis 11 Jahre statt. Sowas wie 2008, da geht ein kurzfristiger Zyklus baden, dann gibt es viele Pleiten, viele Menschen verlieren ihr Haus zum Beispiel. Oder 2020, die Corona-Krise, das ist wieder so ein nächster kurzfristiger Zyklus, der abgeschossen worden ist. Oder 2001, die Technologieblase, immer eben so circa alles 4, 7 bis 11 Jahre kommt es zu diesen Kreditcrashs.
Und die Frage ist, wie sollte man sich dagegen stellen? Weil es gibt ja viele Leute, die sich eben einfach 2000 gekauft haben und haben einfach nonstop gehalten durch die Finanzkrise, durch die Covid-Krise. Die wurden ständig belohnt. Ja, hat sich also rentiert. So, ja, das kann man machen. Man kann sich da gegen den kurzfristigen Zyklus stellen. Ist völlig okay. Aber nur dann, wenn der Anlagehorizont auch wirklich mehrere Jahrzehnte ist. Wichtig eben, man darf nicht pleite gehen innerhalb der kurzfristigen Zyklen. Und wie viele Leute sind 2001 pleite gegangen, 2008 pleite gegangen und auch während Corona 2020 pleite gegangen? Ja, also das Problem, dass man eben pleite geht am Topf von einem kurzfristigen Kreditzyklus, ist immer das Folgende, dass man eben das Spekulieren mit Kredit übertreibt. Das heißt, man nimmt am Top der Zenit der Wirtschaft das meiste Geld auf. Das war ja 2021 auch so. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die 2021 in diesem laufenden Jahr von April bis Dezember sich extrem verschuldet haben und dann 2022 die Zinsen gestiegen sind, quasi die Wirtschaft hat sich wieder abgeschwungen und dann hat man den Salat 2 Jahre später, wenn ihm die Wirtschaft abschwingt und man hat Verschuldung, dann kann man seine Rechnung nicht mehr bezahlen und man geht in diesen Bast, geht man bankrott. Und das gilt es zu verhindern und das geht eben nur, wenn man es nicht übertreibt mit Hebel und Kredit am Top des kurzfristigen Kreditzyklus. Ja. So, und wichtig ist zum Erwähnen nochmal, was waren denn eben diese kurzfristigen Kreditzyklen, die gedreht haben? Das war 2000, 2008 und 2020. Einfach nochmal zur Wiederholung. Aber jetzt sind wir eben an diesem großen Zyklus, der Vier-Generationen-Zyklus, der jetzt sich massiv abschwingt. Und jetzt wollen wir uns eben die Frage stellen, ja, wo sind wir denn am Weg hier nach unten angelangt? Wo oder wann wird der harte Aufschlag da unten kommen? Irgendwann eben bis 2028 gehen wir davon aus, dass es knallen wird, dass wir den großen Aufschlag bekommen würden. Und jetzt schauen wir uns natürlich die 6 Phasen eines Vier-Generationen-Zyklus an. Ja, die erste Phase, das ist, wenn die neue Weltordnung an die Macht kommt, die neue Regierung bekommt Vertrauen. Zum Beispiel Truman und Eisenhower in Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren die USA nach dem Zweiten Weltkrieg geführt haben. Oder Konrad Adenauer in Deutschland, CDU, der auch damals lange in der Macht war und als Führer galt, quasi starker Mann, der was quasi Deutschland aus der Krise wieder rausgeholt hat. Dann die zweite Phase ist die Ordnung für die nächsten 70 Jahre, die dann installiert wird, eben auch durch diese Politiker, die in Phase 1 an die Macht kommen. Dann kommt diese Stabilität zurück und anschließend kommt es dann natürlich logischerweise zu viel Wohlstand, zu Frieden. Krieg ist vorbei, die Leute sind kriegsmüde, die Leute wollen wieder was aufbauen, die Wirtschaft boomt wieder und das ist zum Beispiel das deutsche Wirtschaftswunder damals eben. Jeder weiß das, wenn er heute Oma, Opa fragt oder auch unsere Eltern noch, die wissen das, dass das deutsche Wirtschaftswunder war eine herrliche Zeit. Ja, da gab es überhaupt gefühlt keine Probleme. Es war überall genug da von allem. Und dann eben kommt irgendwann durch zu viel Wohlstand, kommt der Exzess in der Phase 4, Schulden explodieren, Thema 2000, neue Marktblase in Deutschland, Spaltung zwischen Arm und Reich, links und rechts beginnt. Die Polarisierung der Bevölkerung kommt so richtig zur Phase oder in die Phase hinein, in die Phase der Dekadenz. Ja, jeder glaubt quasi, er muss dem anderen was reindrücken, was er denkt, ist richtig. Und es war eine Technologieblase auch in den 90er Jahren, 2000er Jahren. So. Und dann kommt diese Phase 5 und dann wird es richtig heiß, weil dann kommt diese große Verschuldung, diese Vergeudung der Werte. Man merkt, dieser Werteverlust der Gesellschaft, natürlich auch der Zerfall der Mittelschicht, das immer werdende, reicher werden der Reichen und das ärmer werden der Armen, führt irgendwann zu eben Werteverlusten und zu einem Streit, zu einem Konflikt zwischen alles und jedem. Genau das, was wir heute haben, also eben zum Beispiel links gegen rechts. Hetero gegen weiß ich was, ja, ihr wisst es schon, woke gegen nicht woke, schwarz gegen weiß, weiß was ich, also völlig irre, ja, jeder streitet einfach mit jedem, also dieser Konflikt innerhalb der kleinsten, wie soll ich sagen, Gesellschaften, in der Familie zum Beispiel, Covid, ihr wisst es, jeder streitet mit jedem wegen allem, mit jedem Grund. Und es ist auch so gewollt, also es wird auch von der politischen Struktur so gewollt, dass die Menschen nicht mehr miteinander sich fügen, sondern man will Familien zerstören, man will Freundschaften zerstören, man will Dinge, die früher in Ordnung waren, einfach ruinieren, divide et impera, damit man eben durch die Krise die Bevölkerung auch steuern kann. Covid ist das beste Beispiel mit nicht geimpft und geimpft, finde ich jetzt das beste Beispiel. So, und dann haben wir eben diese Dekadenzgesellschaft, Beispiel ja, 2008 und danach, wo eben diese Superreichen immer reicher geworden sind. Und die 6. Phase sind dann eben, das ist das vier absolute Finale, wo es dann der Krisenhöhepunkt entsteht mit Bürgerkriege, Revolutionen, Kriege im eigenen Land oder zwischen konkurrierenden Mächten, was wir derzeit sehen, Ukraine, Stellvertreterkrieg, Russland, Stellvertreterkrieg, China, also quasi Stellvertreter-Weltkrieg, den wir eigentlich aktuell schon haben. Und Ukraine und Russland, die sind in der Phase 6 ganz klar angekommen. Die sind quasi wirklich im Finale dieser, ja, die werden danach einen großen Wirtschaftsaufschwung wieder erleben, egal wie das Ganze ausgeht. Es wird danach wieder bergauf gehen. Das ist für euch wichtig zum Verstehen. Die Welt geht nicht unter. Sie ändert sich und danach geht es wieder bergauf. So, und der Zyklus für alle nochmal jetzt nochmal die Wiederholung. Wir haben
Erstens immer eine neue Weltordnung wie 1944, 1945, Bretton Woods, neue Weltordnung wird installiert. Dann haben wir den Aufschwung, anschließend kommt der Stopp der Wirtschaft, der Exzess, der Abschwung, den wir derzeit ganz stark erleben. Und wir sind jetzt eben in diesem Abschwung, in dieser Abschwungphase drinnen. Und das endet irgendwann im Thema Revolutionen, Krieg. Und das führt wiederum zu Phase 1, links rüber, der neue Aufschwung. So, und in welcher Phase befinden wir uns jetzt? Darf jeder mal vielleicht kurz Video auf Pause schalten und kannst du mal fragen, wo wir uns befinden. Hannes, ich glaube, es ist ziemlich klar. Wir befinden uns in der Phase 5. Die große Verschuldung, Vergeudung führt in den Werteverlust, Konflikt zwischen alles und jedem, also die sogenannte Dekadenzgesellschaft. Und manche Länder sind aber schon in dieser Phase 6, wie Russland und Ukraine. Und andere Länder, wie die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland, die sind noch in Phase 5, aber sind im Übergang quasi zu Phase 6. Wir wollen jetzt hier nicht einen Bürgerkrieg prophezeien oder sonst was, das wollen wir auf keinen Fall machen. Aber Hannes, das ist schon, glaube ich, echt ziemlich klar, oder wo die Reise jetzt hingeht, auch in Amerika, mit der Schuldenobergrenze und Co. Ganz klar, wo die Reise hingeht, glaube ich, sollte Ihnen klar sein. Eine Sache, was ganz, ganz spannend ist, die Länder, was in der Phase 6 schon drinnen sind, sind natürlich die ersten Länder, was dann auch irgendwo rauskommen. Und da kann man auch schauen, nach Pakistan beispielsweise, da haben wir jetzt keine kriegerischen Akte, aber den Bürgerkrieg, ganz klar, und viele andere Länder auf der Welt, die ebenfalls schon weiter im Zyklus fortgeschritten sind. Richtig, richtig. Ganz genau, Hannes. Perfekt gesagt. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Das heißt, die westliche Welt, das wollen wir euch irgendwie so mitgeben, die westliche Welt, eigentlich alle zusammen, das westliche Bündnis, kann man jetzt eigentlich fast schon nennen, die befinden sich in der Spätphase der Phase 5. Und jetzt kommen wir eben in diese heiße Phase. Und da wollen wir auch irgendwie auch alle durchtragen, vorbereiten. Das ist das, wo uns Investinvest auch zusammen, Hannes und ich, was uns verbunden hat, dass wir eben die Dinge, die Spaltung, dass wir entgegenwirken. Weg von dieser Spaltung zwischen alles und jedem, sondern wieder das Zusammenführen der Dinge. Ja, in einer Welt, wo alles auseinanderdriftet, gefühlt, wollen wir wieder Einigkeit schaffen und quasi eben gestärkt in diese Phase 1 übergehen, damit man quasi diesen nächsten Mega-Aufschwung, den unsere Großeltern mitgenommen haben, dass wir den auch perfekt mitnehmen, aber eben aus der Pole-Position und nicht bankrott wieder von Null anfangen. Das ist nicht gut. Ja, am Ende des Tages überlegen wir uns einfach ganz ehrlich, was das für Folgewirkungen für Generationen nach uns haben wird, für unsere Kinder. Da muss man ja hindenken, ja, also langfristig denken und dann entstehen die schönen Dinge. Aber jetzt geht's weiter. Phase 5 und die Dekadenz. Ja, also am Anfang, generell für euch, bitte, das müsst ihr auch wirklich dringend merken, das ist so wichtig, auch für das ganze weitere Leben. Am Anfang vom Konjunkturzyklus, also am Anfang, zum Beispiel 2009, hat im März der Konjunkturzyklus ein Tief gemacht und hat wieder aufgeschwungen. Der kurzfristige Zyklus, ja. Oder am Anfang eines langfristigen Generationenzyklus, der irgendwann 2028 bis 2030 stattfinden wird, am Anfang von jedem Zyklus, egal ob kurz oder langfristig, werden Investitionen und Gelder, die zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr knapp sind, in eher produktive Vermögenswerte getätigt. Das heißt, die Leute, die gute Ideen haben, Leute, die das Kapital auch haben, die kriegen zu diesem Zeitpunkt die besten Chancen im Zyklus. Das heißt, dort kriegt man produktive Vermögenswerte, die Unternehmensbeteiligung, auch wunderbare Zinshäuser, Immobilien etc., tolle Aktien, tolle Unternehmen, die man in Schwellenländern vielleicht aufkaufen kann oder sonst wo, auch bei uns in Zentraleuropa oder in Amerika. Die kriegt man dann zu Preisen, die man so einfach nie bekommt. Das heißt, natürlich, wer kann diese produktiven Vermögenswerte am Anfang eines Zyklus kaufen? Ja, nur die Leute, die nicht alles am Weg nach unten verloren haben. Ja, und das sind die größten Chancen, sind da zu tätigen. Das heißt, die Leute wollen immer den großen Short Trade machen, ja, wie 2008. Da liegt nicht das große Geld drin. Das große Geld liegt darin, dass man am Tief vom Zyklus einkaufen kann, so wie Covid 2020, und dann diesen Megaboom mitnehmen kann. Und diesen Boom werden wir auch wieder erleben in den nächsten 2-3 Jahren. Wir sind gerade kurz davor, dass der nächste kurzfristige Zyklus das Boden macht, aber dafür den Boden macht. Aber dafür gibt es ganz, ganz viel bei uns in den Wochenupdates. Das ist jetzt nicht Teil dieses Videos, wie man von dem wieder profitiert. So. Und die Investitionen werden einfach gezielter ausgesucht. Wenn Geld knapp ist, dann überlege ich mir halt 10-mal so viel, ob da jetzt investiert werden soll, ja oder nein. Wenn Geld viel unterwegs ist, wie 2021, denkt zurück, wie vielleicht im Umfeld, wie es bei euch zur Sache gegangen ist, wie da rumgeschmissen worden ist mit dem Geld. Ja, wenn viel Geld da ist, dann wird damit rumgehauen. Wenn es knapp wird, wird damit sorgsam umgegangen. Ja. Und je später eben die Phase des Zyklus entsteht, über 4-Generationen-Zyklus hinaus zum Beispiel, desto eher wird Geld für Luxusgüter wie Kunst, Schmuck, Uhren und Luxusimmobilien ausgegeben. Also warum haben wir diesen Uhrenboom? Warum haben wir diesen Kunstboom? Warum haben wir den Oldtimerboom? Warum haben wir den Luxusimmobilienboom? Ja, weil eben immer mehr in unproduktive also Vermögenswerte, aber auch Sachwerte investiert wird. Das ist jetzt nicht schlecht, dass es unproduktiv ist, aber es ist mal Fakt.
dass Leute einfach sagen, hey, ich mache mit Bitcoins viel mehr Geld, als wie mit der klassischen Arbeit. Oder wenn ich heute ein Uhrenmacher bin, mache ich mit Uhrenspekulationen mehr Geld, als wie mit der Uhrenmacherarbeit, dann ist das legitim. Das ist eine Entscheidung. Aber Fakt ist, dass es auch ein Klassiker ist, und da wollen wir euch heute einfach darauf sensibilisieren, dass das ein völlig normales Phänomen in Phase 5 des großen Generationenzyklus ist. So, und die Frage, die wir auch immer oft kriegen, ja, aber Benjamin Hannes, der Wirtschaft geht es ja nicht so schlecht, wir haben einen wirtschaftlichen Boom, ja. Und da raten wir einfach zur Vorsicht, weil dann schauen wir uns einfach an, okay, was ist, wenn wir zum Beispiel den S&P 500, die 500 wertvollsten Unternehmen Amerikas oder auch die 100 wertvollsten Technologieunternehmen Amerikas im Vergleich zu Gold stellen und schauen uns die Performance an, seit der Generationenzyklus quasi gedreht hat, und das war im Jahre 2000, dann sehen wir, dass die Outperformance von Gold hier wirklich massiv ist gegen den S&P 500. In Gold seht ihr, also quasi in Weiß sind die Goldpreise, und in Gelb und in Orange seht ihr den Nasdaq und den S&P 500. Und ihr seht hier sehr gut, dass Gold hier massiv outperformt hat, quasi fast verdoppelt hat im Vergleich zu dem breiten Aktienmarkt. Also eigentlich hat der Aktienmarkt 40-50% real verloren gegen eine Unze Gold, was de facto bedeutet, dass die Mittelschicht 40-50% ärmer geworden ist in dieser Zeit. Ja, also das ist wirklich wichtig für euch zu verstehen. Ganz extrem ist es zum Thema Deutschland. Schauen wir uns den nächsten Grafik an. Da stellen wir jetzt die Goldpreise in Euro gegen den Eurostoxx 50, gegen den DAX mit Dividenden. Und da sehen wir, dass es noch viel extremer ist. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Werteverlust von der deutschen Wirtschaft gegenüber Gold von 75-80%. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn heute jemand natürlich in Deutschland sich sagt, hey, es gibt immer mehr Arme, das zeigen wir dann gleich in der nächsten Folie, dann stimmt das auch. Es gibt immer mehr Arme. Es ist immer mehr von der Mittelschicht rutschen in die Armut ab. Und das wird hier auch gespiegelt. Nur kein Politiker wird das zugeben. Aber wenn man sich auf diese Grafik hier zeigt, deswegen teilt jetzt sofort dieses Video, weil das seht ihr, jeder Deutsche muss das sehen, was da abgeht, was die Politik uns verzählt. Ist egal, ob rot, links, grün, schwarz. Egal, sie alle enteignen die Bevölkerung. Es gibt kein Gut, Böse oder alle Böse. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber Fakt ist, dass dieser Zyklus abläuft. Ganz egal, wer in der Macht ist und die Enteignung sowieso weitergeht. Deswegen jetzt ist es Zeit, sich zu schützen. Es ist noch nicht vorbei. Also wenn jetzt jemand denkt, ja, ich habe eh schon 70% verloren, ist eh schon egal, ist eh schon vorbei, jetzt wird schon bald wieder bergauf gehen. Nein, die finale Phase des Zyklus steht bevor und da werden wir hier wahrscheinlich 95-99% Wertverlust von der deutschen Wirtschaft über Gold sehen. Das sieht man noch nicht. Also die größten Gewinne kann man immer am Ende dieses Zyklus auch machen. Und jetzt schauen wir uns diese Schere zwischen Arm und Reich mal hier schön grafisch visualisiert an, weil wenn wir jetzt die USA wieder nehmen, das ist das perfekte Beispiel ist zwischen Arm und Reich. Dort ist es nirgendwo extremer auf der ganzen Welt wie dieses Wealth Gap, was wir aktuell in Amerika haben. Die meisten Milliardäre der Welt, aber auch so viele Bettler und Menschen, die auf der Straße leben. Ja. Und da sieht man das einfach sehr gut. Eben im Blau hier sieht man das Bruttoinlandsprodukt in Amerika, also das nominale Bruttoinlandsprodukt. Und gegenübergestellt ist das, sind die Vermögenspreise der USA, bedeutet aber eigentlich die Haushaltsvermögen in Weiß. Also wie viel haben die Amerikaner, die wirklich Vermögen haben, also Assets wie Aktien, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, wie steigen diese Werte an? Man sieht sehr gut, dass das Bruttoinlandsprodukt eigentlich nicht stark angestiegen ist, aber eben die Haushaltsvermögen durch die Decke gegangen sind. Und das kommt eben durch das billige Geld, durch die Nullzinspolitik. Es sind eben Leute, die das gehabt haben, diese Immobilien, diese Aktien, immer reicher geworden und haben sich dadurch immer mehr vom klassischen Wirtschaftsleben abheben können. Nur durch die Geldschwemme, nicht weil sie produktiv am Wirtschaftsleben teilgenommen haben, sondern wegen der Geldschwemme, die sie reicher gemacht hat. Und das hat zu diesem unfassbaren Schere zwischen Arm und Reich geführt, die wiederum zu internen politischen Konflikten führt, wie wir derzeit in Amerika gerade sehen. Und das ist es eigentlich. Also damit ihr einfach versteht, warum passieren die Dinge, das wollen wir euch einfach mit diesem Video heute auch zeigen. Und hier frisch aus der Tagesschau rauszitiert, 24.11., also im November letztes Jahr steht hier, immer mehr Armut, ja, ist ja kein Zufall. Armut in Deutschland stark gestiegen, die Armutsquote in Deutschland ist im vergangenen Jahrzehnt weiter gestiegen. Ein Drittel größer wurde der finanzielle Abstand für Haushalte unterhalb der Armutsgrenze. Eine Studie erkennt darin eine Gefahr für die Demokratie. Johannes, das ist immer schon so gewesen, oder? Wenn heute ein zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, das war auch vor Hitler so, also vor dem Zweiten Weltkrieg, dann hast du Polarisierung, dann hast du Politiker, die immer radikaler werden und ein Volk, was diese radikalere Politik auch irgendwie verlangt. Und dann kommt es zu diesen großen Crashs am Ende des Vier-Generationen-Zyklus. Ja. Und das zeigen wir in unzähligen Videos, Geopolitik-Videos, am Dienstag immer wieder auf, wo wir gerade stehen, wie es die Demagogen überall auf der Welt schrittweise schaffen, dass die Spaltung überall Einzug haltet. Und ja. Ich glaube mal, dann kann man sich entscheiden, will man zu der Gruppe der Armut gehören am Ende des Tages oder möchte man im Gewinn des Umbruchs irgendwo sein. Perfekt, Hannes. Und dann schauen wir weiter und schauen immer mehr Deutsche wandern auch aus. Ja, das ist ja
Auch kein Zufall. Immer mehr Leistungsträger wollen das Land verlassen. Und das ist, wie gesagt, alles kein Zufall. Die Leute sehen, dass es nicht mehr weitergeht. Die Leute sehen, dass die Wirtschaft stagniert. Sie haben die Schnauze voll. Und warum wandern die Leute aus? Ja, wenn es so toll wäre in diesem Land, dann würden die Leute nicht auswandern. Dann würden sie bleiben, würden Unternehmen gründen, ja, würden schauen, dass sie was aufbauen. Aber die Leute haben keinen Bock mehr. Und auch zu Recht, wie wir vorher den Chart Gold gegenüber DAX und Eurostoxx gesehen haben, es rentiert sich einfach derzeit nicht mehr so, wie es mal war. Und die Leute merken, dass sie hier gegen den Wind fahren die ganze Zeit. Und das einfach, es bläst einfach so sehr ins Gesicht. Und andere Länder geben einfach mehr Möglichkeiten. Das ist einfach auch die Wahrheit. Das ist jetzt kein Rat, hier auszuwandern. Um Gottes Willen, das machen wir nicht. Aber was man auch noch sieht, Johannes, am Fair Divorce 123, die Werbung daneben. Trennung, Scheidung, online vorbereiten. Also fragt euch mal, warum gibt es eine Werbung hier für Scheidung und Co.? Ja, weil es viele Scheidungen gibt. Und wann gibt es viele Scheidungen, Trennungen und dieses ganze Theater? Ja, weil eben die Leute, also das hat doch noch mit finanziellen Werteverlust zu tun. Wenn das Geld weg ist, wenn die Moral weggeht, wenn die Sitten verloren gegangen werden, dann ja, man kann es eh auswechseln, ja. Ist kein Problem, gibt es halt neuen Partner und so. Ja, so läuft das halt heute. Es ist so, es wird immer schlimmer. Und deswegen rentiert es sich, diese Anzeigen zu schalten, weil es genug Menschen gibt, die sich trennen und dann auch ganz Klassiker für ein Ende des großen Zyklus unser nebenbei. So, und unser gemeinsames Ziel bei Invest in Best, damit ihr das wirklich alle versteht, wir wollen eben, in ganz, ganz wichtig, für diese Phase 2, den Aufstieg, den wir sehen ab 2028, ab 2030, für den wollen wir perfekt vorbereitet sein. Aber davor muss die Phase 1 abgeschlossen, also Phase 6 abgeschlossen werden, was Revolutionen oder Kriege bedeuten. Wir wissen nicht, ob ein Krieg ausbricht, das wollen wir auch hier nicht sagen, aber ihr müsst sensibilisiert sein dafür und euch natürlich vom Portfolio und von den Vermögenswerten so positionieren, dass ihr gut in diese Phase 1 hineinkommt, wo die neue Weltordnung installiert wird, weil in dem Moment, wo sie installiert ist, ist der Reset vorbei und dann geht es wieder bergauf. Nur die meisten werden da unten ankommen, indem sie nichts mehr besitzen. So, und was kann ich tun? Ja, ich kann natürlich von den Marktentwicklungen profitieren. Ich kann von der Inflation profitieren, die noch kommt. Ja, wir haben es nicht am Videos gemacht von dieser zweiten großen Inflationswelle, die wir jetzt noch sehen werden in den nächsten Jahren. Wie man sich davon profitiert, das machen wir in den Wochenupdates. Aber wie gesagt, das sind die Schritte, die man tun kann. Man kann von den Marktentwicklungen profitieren. Man kann abwandern in ein steuergünstiges Land mit wenig Potenzial für staatlicher Repression, beliebt natürlich Schweiz oder Dubai oder Singapur. Und vielleicht ganz, ganz wichtig, am Morgen unbedingt einschalten, weil morgen machen wir ein Video, Hannes und ich, von Schweiz und Florida, wo welches Land wie eventuell aufgestellt sein wird für die nächsten Jahre. Das könnte für viele sehr interessant sein, also unbedingt einschalten. Drittens, Vermögen vor staatlicher Repression schützen, also raus aus dem System und vor Konfiszierung schützen. Das ist auch ein Riesenthema, weil am Ende, wenn Staaten immer mehr bankrott gehen, USA Schuldenkrise nur so nebenbei hier am Rande erwähnt, umso eher fängt der Staat an, auch das Geld wieder von den Leuten zu holen, die es noch haben. Also da gilt es sich definitiv auch vorzubereiten. Ja, und jeder, der sich vorbereiten will, wie gesagt, die haben noch das Angebot bei Invest in Best Mitglied werden. 1 Euro pro Tag, die Mitgliedschaft hier unten verlinkt für 365 im Jahr, wo wir eben genau diese Zyklus-Updates geben. Wo stehen wir im Zyklus? Welche Vermögenswerte machen Sinn? Alles das machen wir dort, geopolitische Updates, wo der Hannes immer ganz, ganz viel Input gibt. Wo stehen wir? Welche Gefahren kommen auf? War auch während Corona super hilfreich. Also diejenigen, die es interessiert, hier ist die Mitgliedschaft und alle diejenigen, die es Invest in Best Insider Interesse haben, da haben wir eben diese ganzen Vorträge von unserem Live-Event, Dr. Max Otte, Dr. Christoph Niederwieser, Dr. Markus Elsässer, Dr. Bernd Fleischmann zum Klima und der große Plan und das ISM-Trading, das haben wir dort gemacht. Bitte, jeden, der es interessiert, kann das sehr gerne teilhaben und sehr gerne bei der Invest in Best Community für das Finale des Zyklus, Hannes, die nächsten Jahre mitmachen. Und wir wollen das ganze Video auch abschließen mit folgendem Zitat: Inflation und Krieg. Inflation ist das erste Wundermittel des schlecht geführten Staates. Das zweite Wundermittel ist der Krieg. Beide führen zu zeitweiligem Wohlstand und beide führen zu völligem Zusammenbruch. Ja, und das, glaube ich, Hannes, könnte man so nicht besser zusammenfassen. Mindset und Skillset, Realwirtschaft und Märkte, wir wollen das wieder verbinden, was zusammengehört, auch die Menschen untereinander. Und damit sehen wir bei Invest in Best unsere Profession. Unbedingt Daumen nach oben für dieses Video, Glocke machen, Kanal abonnieren, die Videos von Invest in Best teilen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem spannenden Vergleich Florida und die Schweiz. Freue mich riesig drauf und in dem Sinne bis morgen. Tschüss. Tschüss.